Horizont und Tori 2TV sind auf dem Innovation Day Health von Gruner und Jahr. Wir sprechen hier mit Lisa Jüngst, eine der Besucherinnen, und sie beschäftigen sich beruflich mit den Themen, die uns allen ein bisschen wehtun an der einen oder anderen Stelle oder unangenehm sind, und zwar mit Selbsttests, unter anderem für Scheidenpilz und für die Spermienzahl beim Mann, die Fruchtbarkeit. Kann man darüber inzwischen ganz offen reden? Absolut. Also Sie haben natürlich recht, es sind keine sexy Themen, also wir verkaufen keinen Lippenstift, verkaufen kein Auto, sondern wenn sich Menschen für unsere Themen interessieren, für unsere Produkte, dann sind es immer Themen, ich habe was, es funktioniert was nicht, es sind eben Gesundheitsthemen. Und ja, wir versuchen den Menschen zu Hause einen ersten Anhaltspunkt zu geben, was könnte es denn sein, könnte ich betroffen sein. Wenn ich mir jetzt überlege, schon allein so einen Test zu kaufen, ist schon schwierig. Ich erinnere mich an die Kondomwerbung in den 90er Jahren mit Ingolf Lück. Er an der Kasse und dann die Kassiererin: Jutta, was kosten die Kondome? Also auch in der Apotheke würde ich das eher so hinter vorgehaltener Hand bestellen. Wie kommen die Leute an ihre Produkte? Also wir machen Werbung ganz klassisch in Printmedien. Wir bewerben unsere Produkte in sozialen Medien und die Menschen kaufen die Produkte dann online, aber genauso gut auch in der Apotheke oder in Drogerieketten. Der Anteil ist 50-50. Wie werben Sie? Wie sprechen Sie die Leute an? Mit welcher Haltung kommen Sie da? Wir kommen mit einer eher lustigen Haltung. Also im Bereich des Spermientests, des Fruchtbarkeitstests für den Mann, haben wir zum Beispiel eine Printkampagne, die allseits auf großes Interesse stößt, weil wir eben verschiedene Sexstellungen darstellen und dann mit dem Satz hinterlegen: tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert. Sehr aufmerksamkeitsstark, und die Leute kommen so ein bisschen an das Thema, ohne dass es gleich zu ernst wird, ohne dass es gleich zu schwer wird. Wir wollen einfach so ein bisschen locker rangehen und sagen, hier, es sind viele betroffen, du könntest auch betroffen sein. Im Bereich des Magenkeimtests, Helicobacter pylori, da gehen wir zum Beispiel auch so ran, dass wir sagen, ein Keim, der deinen Magen spürt und den dein Magen spürt. Das heißt, Sie versuchen das auf die lustige Schiene. Ist das auch so ein Alleinstellungsmerkmal für Sie in der Kommunikation? Gut, wir haben natürlich überlegt, wie machen wir es oder wie stellen wir es dar. Es ist aber so, dass man, haben wir jetzt auch vorhin schon gelernt, dass man Menschen immer durch eine Emotion bekommt. Und unsere Themen sind per se schon schwer. Und wir wollen eben versuchen, es nicht immer noch schwerer zu machen. Natürlich hatten wir Anzeigen, wo Menschen ernst geschaut haben, geweint haben. Aber das ist nichts, was Menschen gerne sehen wollen. Also wir gehen eher lustig ans Thema. Jetzt auch nicht fröhlich, aber eher lustig, witzig. Und versuchen die Leute so zumindest erstmal aufmerksam zu machen. Und in Social Media, wie sprechen Sie die Leute da an? In Social Media gehen wir in erster Linie über Instagram-Kanäle, fragen dann beim Thema Kinderwunsch, muss man sehr, sehr, sehr sensibel sein. Da geht es jetzt im Bereich Gesundheit, Magenkeim, Allergien geht es ein bisschen einfacher. Aber beim Thema Kinderwunsch fragen wir, also manchmal bilden wir ein Kind ab und fragen, na, wäre es auch euer Wunsch, oder auch mal eine schwangere Frau. Aber das sind eben wirklich sehr, sehr, sehr sensible Themen. Wir arbeiten da mit einer Bildsprache, schauen immer so ein bisschen, kann man das bringen. Und wir sehen aber auch, dass unser Instagram-Kanal auf Interesse stößt. Wir haben damit zwar gerade erst angefangen, ist noch nicht alt, die Strategie, aber wir sehen, dass die Menschen gerne darüber reden, schon in so einer anonymen Art und Weise, dass sie sich jetzt nicht mit Bild zeigen, aber es kommen doch, ja, Anregungen, Themen, es kommen Antworten, ja. Und ganz grundsätzlich, wenn ich überlege, so die Themen, ich sag mal in Anführungsstrichen untenrum, die werden ja in letzter Zeit offener kommuniziert, ne? Also Erotikversender, Werben im Fernsehen. Merken Sie, dass, was diese Themen angeht, sich die Haltung in der Gesellschaft womöglich verändert? Die Haltung in der Gesellschaft ändert sich, die Menschen werden offener, und in der Tat ist wirklich auch der Scheidenpilztest eines unserer am besten laufenden Produkte. Aber man darf es nicht, also man muss es unterscheiden von Amorelie. Also Amorelie, das sind ja tolle Themen, damit beschäftige ich mich gerne. Und Scheidenpilz ist ein Scheidenpilz, eine Krankheit. Natürlich beschäftigen sich Frauen damit und kaufen auch unsere Produkte, aber es ist nicht so, dass sie in Social Media sagen, hi, ich habe auch einen Scheidenpilz. Nein.